Hey Leute, heute ein neues Stallvideo. Und zwar fahre ich jetzt gleich hin. Ich muss euch aber noch eine tolle Errungenschaft zeigen. Ich habe nämlich bei Amazon mir zwei Handyhüllen gekauft. Einmal eine mit, könnt ihr euch ja vorstellen, lila-pink-Glitzer. Und das ist halt so eine Flüssigkeit. Und dann läuft das halt so runter, wie ihr sehen könnt. Und wenn ihr dann telefoniert, ich finde das schon so cool aus. Ach, ich finde das so schön. Ich kann das jetzt immer hinten anschauen. Und dann eine etwas neutralere Farbe. Silber mit, ich glaube, das sind pinke, lilane und silberne Sterne, wie ihr sehen könnt. Spiegelt das natürlich sehr. Heute ist wieder ein wundervoller Tag. Also die wollte ich euch noch kurz zeigen, weil ich die so wunderschön finde. Und ich freue mich so. Das schaut so süß aus. Jetzt klebt da so ein Stern schon fest. Jetzt läuft er runter. Ja, also voll fasziniert bin ich gerade von diesen Teilen. Ich gehe jetzt gleich an den Stall. Ich habe nämlich Reitstunde und beziehungsweise sie kommt. Ich weiß nicht genau, was wir machen, aber ich werde euch da einfach mal mitnehmen, damit ihr so ein bisschen was sehen könnt. Ich werde einfach meine Kamera hinstellen. Für die Leute, die mich dann wieder nicht reiten sehen, wie gesagt, ich weiß nicht, was wir machen. Kann auch sein, dass wir nur longieren oder, keine Ahnung, Bodenarbeit oder so machen. Seid nicht enttäuscht. Reiten ist immer so eine Sache, finde ich. Das ist noch mehr Gelaberer als generell Stallgelaber. Also da bin ich eh schon gespannt, was ihr dann alles sagt, wenn ihr mich reiten seht. Aber wie gesagt, ihr werdet es auf jeden Fall noch sehen. Es ist ja quasi ein Stallvideo. Da sieht man einen natürlich auch reiten. Aber wann, weiß ich eben nicht. Also falls es heute wieder nicht sein sollte, seid bitte nicht enttäuscht oder schreibt wieder drunter. Ich will dich reiten sehen. Ich weiß jetzt, dass ihr mich reiten sehen wollt. Und ich wünsche euch trotzdem erstmal viel Spaß mit diesem. Wisst ihr, was mir passiert ist? Nein, wisst ihr nicht. Ich habe mich ausgesperrt. So ein Mist. Und ich habe meinen Schlüssel nicht dabei. Fürs Auto. Also kann ich jetzt halt hier bleiben. Ich habe zum Glück das Handy dabei gehabt. Und habe jetzt meinen Freund angerufen. Und ja. Setze ich mich auf den Balkon ja, und warte, bis mein Freund kommt und mir den Schlüssel bringt. So, er war jetzt da, hab einen Schlüssel. Jetzt gehe ich schnell rein und hol mir den Schlüssel, dann geht's ab zum Stall. Idiotin, echt. Jetzt hole ich noch für mich und die Sandra, sagt schon, Brezen und, wie heißt's? Vitamin ACE-Saft. Den Adelholzner, den liebe ich. Ich hoffe, ich krieg den. Ich weiß gar nicht, wo ich den letztes Mal gekauft habe. Ich glaube, ich habe ihn gekauft beim Edeka. Aber ich dachte eigentlich, bei einer Bäckerei kriege ich den auch. Jetzt muss ich mal schauen. So. Hier liegen meine Sachen. Oh Gott, ich Idiotin. Ich sag's euch. Naja. Halb so schlimm. Jetzt geht's los. Auf der Seite von meinem Pferd bei Fjordi Faunita auf Instagram habt ihr gerade gesehen, dass ich gefrühstückt habe am Stall mit der lieben Sandra. Und sie ist gerade runter mit ihrer Kleinen. Ich weiche gerade für sie das Heu ein, weil sie das nur nass essen darf. Meine steht hier drin mit der Belle. Gell, ihr esst noch. Ich werde sie jetzt dann in so einer halben Stunde werde ich sie rausholen und werde sie dann fertig machen. Du weißt gar nicht, was mit dir heute passiert. Jetzt soll sie erstmal essen. Und die Fliegen sind so stark heute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das ist wirklich eklig. Und nachher, wenn sie fleißig war, kommt sie dann auch auf die Koppel. Heute ist noch ganz schönes Wetter. Wird sie wieder ihr Zebra Outfit anbekommen. Und jetzt gehe ich gerade in die Sattelkammer und hole schon mal meine Trense, meinen Sattel raus. Kann ich ja schon mal alles vorbereiten. Hier ist mein Sattel. Übrigens, Leute, ich habe ja euch meine Satteldecke auch auf der Internetseite von meinem Pferd gepostet. Also auf der Instagram-Seite. Und
Da hat dann eine runtergeschrieben, weil ich geschrieben habe, das ist meine neue Mint-Schabracke, weil ich euch ja schon mal gesagt habe, dass ich eine mintfarbene Schabracke haben möchte. Und da hat dann eine drunter geschrieben, du weißt schon, dass es nicht Mint ist, sondern Eis. Bis ich dann gecheckt habe, dass sie die Beschreibung der Satteldecke gemeint hat, weil das eine Eskadron-Schabracke ist und die Bezeichnung ist Eis. Ihr müsst so sehen, ich bin jetzt nicht so eine Reiterin, die darauf so viel Wert legt, wie die Schabracken heißen, sondern einfach, ich wollte eine mintfarbene Schabracke haben. Und wenn sie Eis heißt, mein Gott, ich wollte, wisst ihr, wie ich meine, ich lege da nicht so viel Wert drauf. Es hätte auch eine von Crema sein können, aber Crema hatte leider keine Mintgrüne. Das habe ich ja euch im Crema-Haul gesagt. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass es eine Eskadron-Schabracke ist, weil deshalb habe ich sie gekauft. Also daran liegt es nicht. Und ja, das wollte ich nur noch mal klarstellen, dass es eigentlich wurscht ist, wie die Bezeichnung ist. Meine quietscht schon wieder, weil die zwei kleinen Ponys sind heute abgeholt worden. Weil, Schatz, kannst du dich jetzt mal zusammenreißen, bitte? Was ist los? Die Ponys kommen wieder, glaub mir. Kannst du dich jetzt beruhigen? Pippi, beruhig dich. Es ist kein Stress, okay? Die kommen wieder. Glaub mir. Jetzt reiß dich mal zusammen. Können wir uns jetzt zusammenreißen? So, also ich weiß jetzt nicht, was ihr Problem ist. Die zwei Ponys sind nämlich heute zum Kindergarten gefahren, weil sie da irgendwie, glaube ich, Ponyreiten machen. Und ja, ihr ist es... Gesundheit, Entschuldigung. Ist es nicht recht. Hatte sie halt noch nicht, dass beide Ponys... auch noch mit dem Anhänger. Vielleicht verbindet sie das dann auch, dass sie nicht mehr ankommen. Ich weiß es nicht. Weil so unruhig war sie jetzt halt schon lange nicht mehr. Naja, jetzt hole ich mal einen Sattel. Und lass sie dann noch so ein bisschen wiehern. Mit dem Sattel bin ich übrigens... Hört ihr sie? Mit dem Sattel bin ich übrigens immer noch super zufrieden. Wartet. So. Aber ich glaube, ich werde heute eine andere Satteldecke wieder verwenden. Mal schauen. Ja, Schnecki, alles ist gut. Jetzt kannst du weiter fressen, ich bin da. Die ist so Wahnsinn. Das hat sie die ganze Zeit nicht gefressen, ja? Weil sie sich so aufführen muss. Die kommen wieder. Ja. Hör jetzt auf. Nein, jetzt ist gut, gell? Du brauchst nicht weinen, die kommen wieder. Alles ist gut. Alles ist gut. Gell? Versteht sie halt nicht, ne? Verstehst du nicht, dass die wiederkommen? Aber glaub mir, sie kommen wieder. So, ich habe sie jetzt rausgeholt und werde sie jetzt gleich putzen mit meinem Magic Brush. Habe ich übrigens bei der Pferde International gekauft. Super, krass.
Meinst du, das sollte ich im Gelände auch mal ausprobieren? Ja, du kannst die ruhig machen. Das ist echt absolut okay und eigentlich immer so euer Bremse. Ne? So, wie ihr seht, wir sind wieder oben und Frau Nita kriegt jetzt noch schnell ihr Müsli mit dem Mineralfutter und mit dem Biotin, was hier drin ist. Also hier links habt ihr das Mineralfutter gesehen, Müsli und das zum Beispiel hier, das da ist Biotin. Und ich muss immer die Müslischale festhalten, weil sonst schmeißt sie um und alles liegt auf dem Boden. Und hier sind halt ziemlich viele Haare und ich möchte halt nicht, dass sie das dann vom Boden auf isst. Du kannst langsam essen. Passiert nichts. Auf jeden Fall war es heute sehr gut. Wir sind sehr fühlig. Vielleicht habt ihr das gesehen. Gestern war nämlich die Hufschmiedin da. Und deshalb sind wir auch nicht so viel getrabt. Also die Cindy habt ihr heute gesehen. Meine Trainerin, ihre Facebook-Seite werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Die trainiert mein Pferd sozusagen und bildet sie ein bisschen aus. Und ich setze mich dann meistens immer danach noch drauf, um einfach sie noch Schritt zu reiten, sie auszureiten. Und das macht richtig Spaß. Man sieht einfach ihre Fortschritte und auch, dass sie langsam auf Schenkel reagiert und so. Das finde ich ganz toll. Und jetzt darf sie noch ihr Müsli essen, wie ihr seht. Das Mineralfutter wird jetzt hat nicht gegessen mehr, weil das schmeckt irgendwie nicht so. Und dann kommt ihre Fliegenhaube auf und dann lasse ich sie noch ein bisschen auf die Koppel alle zusammen. Auf deinem eigenen Haxen. Ja. Jetzt nochmal zurück. Gut, so. Dann gehen wir jetzt heim. Wenn wir es auch nicht aufessen. Hallo Zebra 1. Hallo Zebra 2. Zebra 2 flitzt hier weg. Jo. Jetzt geht's raus, Schatz. Jetzt geht's raus. So, jo. Bitte schön.